Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Achtelfinale. Das war eine gute Performance gegen einen starken Gegner, oder Sabine? Ich denke ja, aber ich glaube, es geht noch besser. Wir haben gut harmoniert, wir haben uns Mut zugesprochen, als es dann auch nicht ganz so lief. Vor allem der dritte Satz, den wir wirklich blöd verloren haben. Ich habe noch die einen oder anderen vermeidbaren Fehler auch gemacht. Deswegen glaube ich, ist da sogar immer noch Potenzial nach oben. Aber erstmal sind wir natürlich happy, dass wir hier ein starkes Doppel geschlagen haben und unter den letzten 16 stehen. Annette, du kennst die beiden, glaube ich, ganz gut, auch als Doppel. Was war euer Matchplan? Dieser Matchplan hat sich zwischendurch geändert. Ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass wir im fünften Satz, dass bei 4-2 ich mal das Tempo rausgenommen habe, weil das dann auch für Sabine einfacher war. Wie schon gesagt, es war ein bisschen bitter. Im dritten Satz haben wir 8-4 geführt und den dann noch leider verloren. Aber ich glaube, wir haben das dann gemanagt und gewonnen. Gemanagt hast du auch deine Vorhand. Du hast ein bisschen gejammert nach dem Einspielen, warst nicht ganz zufrieden, aber war doch alles gut dann, oder, im Spiel? Ja, ich habe mich jetzt nicht so wohl gefühlt. Gestern beim Einzel hat sie auch jetzt nicht so optimal funktioniert, also nach 3-0-Führung. Deshalb war ich ein bisschen unsicher, weil vor allem meine Vorhand in dem Spiel wichtig war, weil wir gegen Links-Rechts-Doppel gespielt haben und da die Wahrscheinlichkeit auch noch höher besteht, dass ich den Ball in Vorhand bekomme. Aber hat am Ende doch funktioniert. Sabine hat aber auch einfach einen guten Ball gespielt, dass ich spielen konnte. Die Generalprobe muss immer schief gehen und dann kommt bei 1, 2, 10, 9 im wichtigsten Moment die absolute Granatenvorhand rausgeschossen. Von daher, glaube ich, musst du dir in Zukunft keine Sorgen mehr beim Einspielen machen. Im Spiel kommt die immer, wenn es drauf ankommt. Und jetzt Vollgas Richtung Viertelfinale. Ja. Auf jeden Fall. Wäre doch mal was, oder? Wäre für euch beide Premiere, habe ich gerade gehört. Wäre für uns beide Premiere. Ich glaube, bei ihr kann man sich das sowieso vorstellen. Ich war bisher immer nur letzte 16, da war ich schon öfters und jetzt will ich ins Viertelfinale. Ich auch.